Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Miitopia. Jetzt vergessen wir hier stehen geblieben. Und wisst ihr, was wir hier machen sollen? Also. Oh, ich kann das nicht. Kann Horst mir helfen? Ja, Horst! Oh, jetzt ist er in der Patsche. Na gut, ich werde dir mal was zur Hilfe. Ich werde dir mal helfen. Amikadabra, bitteschön. Was? Ich bekomme Hilfe? Es ist KK! Oh, wie bin ich denn hierher gekommen? Ah! Oh, das freut mich, dass KK da ist. Kann ich dir helfen? Ja, gern. Let's go. Und zwar ist KK ein Popstar. Ich denke, es passt ganz gut. Let's go. Falter A und Falter B. Alter Falter. Let's go. Oh, ich kann die Technik mal einsetzen. Feuer. Let's go. Neue Technik. Feuer. Oh, One Hit. Ah, nicht übel, oder? Jetzt Kacke dran. Ha! Okay, es war ganz okay. Er beleben als ich. Okay, ich denke, Feuer ist zu stark. Jetzt glaube ich, werde einfach mal mit normalen starken Kräften. Ja, hat gereicht. Perfekt. Inuka und Co. waren siegreich. Geschafft. Dann mal weiter. Und zwar Falter Honig. Und 10 Gold. Perfekt. Oh, puh, geschafft. Danke für deine Hilfe. Du bist also unterwegs, um die Welt zu retten, ja? Und darf ich mich dir anschließen? Ja, deine Musik gefällt mir, deswegen ja. Ich bitte darum. Kickstarter hat dich dir angeschlossen. Das ist eigentlich nur KK. Dieser Tanz ist so geil. Hoho, war ich also alles dran, oder? Kick ist leider und du, ihr beide, bist sicher noch ganz gute Freunde. Das hoffe ich. Je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise, hoho. Okay, nice. Oh, meine Füße tun weh. Ah, hetz mich nicht. Sorry. Lol. Augenblick, da liegt irgendwas. Eine Banane. Kekia erhält eine HP-Banane. Okay. Und dann ist noch Nacht. Oh, sind wir bald da? Sind wir bald da? Das überzeugt mich nicht. Ich liebe das irgendwie. Das ist so aus dem Kontext irgendwie rausgerissen, was die sagen. Das gibt gar keinen Sinn. Oh! Keki hat eine HP-Banane rausgeholt. Wollen wir uns teilen? Okay, jetzt haben wir eine HP-Banane gefuttert. Oh, lecker! Nice. Beeilung! Okay. Ja, mit B kann man rennen. Oder noch ein Kampf. Alter, Kobolde sehen ja richtig hässlich aus. Stimme als Bockblins. Ich denke, hier werde ich auch schon Feuer benutzen. Feuer! Lol. One hit? Ist auf. Oh, die macht das Horst. Magiepunktesteuer aktiviert. Kraft des Magiepunktesteuers. Nutze dieses mysteriöse Streu, um die Magiepunkte eines Mii-Charakters zu regenerieren. Oh, da hast du eine neue Kraft erlangt. Und Magiepunkte kannst du durch Ding und Magie nicht einsetzen. Behalte im Kampf kämpfen, also stets die Magiepunkte-Anzeige im Auge. Falls du nochmal die MP-Magiepunkte ausgehen, nutze den Magiepunkte-Streuer. Aber geh Spaß dann damit um. Okay, kann man auch irgendwann später wieder herstellen? Ich denke so, passt erstmal. Seht ihr okay? Wir sind nur zu zweit, also. Hä, was? Muss ich weiterkämpfen? Ah, okay, so. Angriff, ich denke, sollte reichen. Okay, Level 2, ja. Schaden gereicht. Yanuka und Keke waren siegreich. Geschafft. Weiter. Kobaltschinken, alter, pfui. Ich fühle mich nicht so gut. Noch ein kleines bisschen. Okay, okay, jetzt einfach richtig enthusiastisch. Oh, ich bin fix und fertig. Ah, ich auch. Ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Und Lübka, was ist das denn? Ich habe ein Gasthaus erspäht. Nice. So ein Glück. Holen wir uns doch einfach eine Runde aus. Das gibt bestimmt noch einen Swimmingpool.
Mission Keke. Let's go. Du hast den Gasthaus gefunden. Nice. Das ist Gasthaus. Zeit für euch beide ein Zimmer zu wählen. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch auch tiefer. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Stecken sie ein Zimmer dann in der Wahl und sie, wie sie sich vertragen. Okay, ich würde sagen, dann packe ich auch wirklich bei den ein Zimmer. So, das ist hier oben links. Denn ich wohne quasi auch in meinem, also in unserem Haus, auch oben links. Oder? Ja, ich glaube schon. Perfekt. Nice. Sogar die Decke war meine Lieblingsfarbe. Oh, Geld ausgeben. Spendiere deinem Team Gold, um neue Items und Ausrüstung zu kaufen. Manchmal wollen wir etwas Süßes, das sie untereinander teilen können. Manchmal wollen sie auch etwas für sich selbst, neue Waffen oder neue Kleidung. Du weißt nicht vorher, was sie sich kaufen wollen. Manchmal kaufen sie aus Versehen was ganz anderes. Aber das kann ja schließlich mal jedem passieren, oder? Okay. So, was will ich denn? Ich will einen Besen haben, okay. Ich will KK. Ein Megafon. Ich denke, ich werde erstmal meinem Wunsch nachgehen. Hier. Und bitte kauf irgendwas Sinnvolles. Oh nein, ich habe eine HP-Banane gekauft. Januka gibt dir 40 Goldwechselgeld. Dein Kauf wurde deinem Lager hinzugefügt. Ach komm. Oh, ich habe nicht genug Geld. Sorry, Keke. Ich war zu blöd und habe was Falsches gekauft. Okay, dann futtern. Essen, das du auf deiner Reise findest, kannst du in deinem Team vorsetzen. Mit jeder Mahlzeit verbessern sich die Werte deines Teams ein klein wenig. Gib ihnen also mehr nach jeder Etappe der Reise ordentlich was zu futtern. Hey, übrigens, je mehr die Helden ein Essen mögen, umso mehr lässt es ihre Werte ansteigen. Erwarte keine dramatische Verbesserung der Werte von Essen, das nicht schmeckt. Gib deinen Helden etwas Leckeres und erfreue dich an rasch wachsenden Werten. Okay, ich denke, Schleimchili könnte Cake ganz gut schmecken. Okay, es hat ihm geschmeckt. Ich mag Honig, ich liebe Honig, deswegen muss ich auf den Honig essen. Boah, perfekt. Es passt direkt zu mir. Ich liebe Honig. Koboldschinken. Ich mag zwar Schinken und gemeinen Wurst, aber ich glaube, dass es zu Kaike besser passen würde, weil er erst ein Hund und allgemein Koboldschinken. Wenn es einfach ein Kobold. Okay, ihm gefällt es. Ist auch schon mal gut. Dann kriegt man schon. Schmeckt Kaike der Honig? Ach so, er ist schon satt. Na komm, Januka. Gönn dir den nächsten Honig. Unglaublich lecker. Und mein Magiepunkt ist gestiegen. Gut, ich denke, das letzte werde ich aufsparen für später. Glaube ich ganz gut Sinn. Dann ist die Spielhalle. Brauche ich Spieltickets für? Okay. Spielscheine heißen sie. Willkommen beim Schnickschnack Schnuckomaten. Schlag mich und du kassierst 500 Gold. Alter, das ist verdammt viel. Kann ich Keke den Mund schaffen? Ah, ich habe kein Spielschein. Okay, schade. Ich dachte, man kann es vielleicht so machen. Ich habe schon mal bei mir vorbei. Okay, Schnickschnack Schnuckomaten oder wie der heißt. Team sehen. Du kannst die Helden im Team so gruppieren, wie es dir behagt. Stecke sich paarweise in die Zimmer, um ihre Beziehung zu verbessern. Drei Punkte über dem Kopf heißen, hier geht etwas vor sich. Okay. Wähle die Punkte aus, um die Ereignisse im Zimmer beobachten zu können. Du bist doch sicher schon ganz gespannt, was hier alles so passieren kann, oder? Ja. Alter, imagine, Keke und ich gründen einfach eine Band. Was für Keke? So, ja, ich habe leider nicht genügend. Ich würde so gerne seine Mundschau füllen. Aber ich habe ja nicht genügend Gold. Happy-Bananen und Magiepunkte-Bonbons sind wertvolle Snacks, die deine Werte wiederherstellen. Sie werden immer im Gasthaus aufbewahrt. Der Team schnappt sich die verfügbaren Snacks, bevor ihr aufbricht. Kommst du zum Gasthaus, werden überschüssige Snacks im Lager deponiert. Keine Sorge, sie werden ganz bestimmt nicht weggeworfen. Okay, das ist gut. Dann würde ich sagen, geht's einfach mal los. Also, let's go. Nach oben. Kann ich in älteren Orten auch noch was machen? Ich denke schon, oder? Vielleicht gibt es da noch was zu entdecken oder andere Wege. Mal schauen. Auf geht's! Okay. Das schaffen wir locker. Ja, hoffe ich. Ah, hetz mich nicht! Ja, wenn du schon losrennst, ist ja quasi... Oder? Au! Oh! Hey, alles okay?
Hinuka hat Keke geholfen. Oh, danke. Oh, das ist nice. Jede Freundschaft höher. Ja. Nice. Das sind ganz viel später Dinge im Hintergrund. Ich weiß nicht, können die auch böse werden? Oh. Kobold, oder? Zwei sogar. Okay. Ich will mal Feuer einsetzen auf den Kobold B. Feuer! Okay, der ist tot. Nicht übel, oder was? Zum Kekke. Drei Schaden. Und nicht Feuer. Das ist ja direkt gewonnen. Ich will aber erstmal so zuschlagen. Vier Schaden. Kekke, glaube ich, sogar schon finishen, oder? Nee, noch nicht. Ich habe ein Leben dann noch, oder? Jetzt aber definitiv. Okay. Hinuka und Co. waren siegreich. Perfekt. Ey, das macht verdammt Spaß, wie das Spiel ist. Zwar einfach, aber irgendwie macht es Spaß, die Story da mitzuerleben. Ein Kinderspiel. Irgendwie schon. Level für KK. Angriff plus 1, Magie plus 1, HP plus 3. MB plus 1, Abwehr. Was? Hey, Magie bringt doch gar nichts bei KK, oder? Zugabe erlernt. Feuer deinen Freund an, damit dieser noch einen Zug macht. Noch ein Zug. Oh, das ist verdammt krass, oder? Alter, da kann ich einfach zweimal 4 Schaden angreifen. Das sind 8 Schaden. Oder zweimal Feuer. Oh Gott, Kobra schicken. Er wusste sofort, dann wäre nicht schlecht. Ach, da sagst du was. Ob das Gesicht von Luigi hier irgendwo ist? Warum von Luigi genau? Es müsste an irgendeinem Monster kleben, richtig? Hm, wer weiß. Lass uns weiter suchen. Hoffentlich findet uns nicht. Findest es uns nicht zuerst. Erstmal ein nasses Verstopfen. Okay. Kippe genauso. Okay. Ich weiß nicht. LOL! Oh, wie bin ich denn hierher gekommen? LOL, ist ein Silberfalter, oder? Oder ein. Ein Luigi-Falter. Oh, der ist verdammt stark, oder? Ich denke, ich werde mal. Ich habe nicht so viele Magiepunkte mehr. Egal, Feuer. Aber Magier ist verdammt stark. So, Keke macht wieder seine Attacke da. Alter, er macht doppelt so viel Schaden wie links. Oh, ich bin fast tot. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe nicht mehr genügend Magiepunkte für Feuer. Und er hat doch Hälfte Leben. Let's go. Nur 3 Schaden, ich dachte, ich habe 4. Oh Gott. Wie macht das so aus? Perfekt. Kommt perfekt. Okay, Heilungspunkte Streuer. Du hast eine neue Kraft erlangt. Gehen dir im Kampf die HP aus, dann hast du so gut wie verloren. Nutze also lieber den HP-Streuer, um bevor du stirbst. Doch Vorsicht, der Streuer kann nur begrenzt eingesetzt werden. Setz ihn also mit Bedacht ein. Okay, ich denke, es wäre schlau, ihn echt mal hier ein bisschen einzusetzen. Oh, nicht so oft eigentlich, aber egal. Okay, let's go. Oh, der macht so viel Schaden. Kann ich jetzt endlich schon. Nee, noch nicht. Ey, das ist ein richtiger Bosskampf schon. Oh, neue Technik. Zugabe. Das kann ich zum Angreifen dann. Okay. Let's go, Doppelangriff. Hey, ich also. Ich kann zum Angreifen jetzt. Egal. Perfekt. Er ist besiegt. Und Luigis Gesicht ist gerettet. Danke. Schon 9 gerettet. Oh. Schon vorbei? Ja. Aber vielleicht war der Kampf jetzt nicht wirklich. Bonus Erfahrungspunkte. Die gebe ich Keke, glaube ich. Ja, perfekt. Noch Falterhonig. Nice. Oh, ein Gasthaus. Perfekt. Jetzt kann ich da nochmal schauen, ob jetzt mir der Kobold-Schinken schmeckt. Oh, ein Brief. Lieber Luca, vielen Dank für deine Mittel mit Ottokar. Hier hast du etwas für deine Mühen. Deine Melinda. Oh. Noch was? Ein Ausflugticket erhalten. Was bringt das? Ich brauche eigentlich nur diese Spieltickets ja für die Fischchen-Schong und so.
Okay, was will Januka denn? Ein Besen. Ey, der wird es eh nicht kaufen, aber okay. Komm. Zweiter Versuch. Danke, ein Besen wurde gekauft. Perfekt, ausrüsten. Angriff 10, habe ich gerade nicht gesehen. Krass, wir haben immer noch so ein Megafon. Kann man das später mal kaufen? So, futtern. Ich würde sagen, dass ich mal Coaching probiere. Oh, ja, war klar, dass mich nicht wecken wird. Okay. Falterhonig. Ach, das ist normaler. Hä? Ach, Falterhonig, Sternchen ist es. Ja, komm, Keke, gönn dir. Perfekt. Schmeckt mir den Falterhonig? Ich weiß, ich würde es auch gerne mal Keke geben. Oh, bitte, schmeckst du. Okay, ihm hat es immerhin geschmeckt. Und ich gönne mir noch schnell den Falterhonig. Unglaublich lecker. Okay, als Falterhonig kriegt man schnell und schmeckt mir auch. Also bin ich nicht wirklich schwer, es dazu kriegen. Also nicht zu futtern, okay. Ausflüge. Du hast ein erstes Ausflug erhalten. Wie wär's, wenn du damit gleich mal wen auf einen Ausflug schickst? Zwei Leute, die Zeit miteinander verbringen, das klingt doch Spaß. Ah, ich habe nur zwei Leute. Nee. Sind die erstmal weg, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Weiter geht's. Perfekt. Oh lol, jetzt kann ich da schon entscheiden. Ich denke, ich werde erstmal da zu Luigi gehen. Und ihm das Gesicht wiedergeben. Da. Sehr nice. Der wird sich freuen. Ah, puh. Luigis Gesicht wieder da, krieg ich jetzt auch was? Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Oh, da bin ich aber erleichtert. Mein Gesicht einfach einem Monster zu verpassen. Oh, wer kommt nur auf so etwas? Danke jedenfalls. Und 200 Gold. Vielleicht kann ich Kenki dann auch bald sein Megafon kaufen, wo man den haben möchte. Dann ist irgendwie weiter geht's in der nächsten Folge. Folge ist zwar nicht so lang, aber dafür passiert echt viel in den Folgen. In der nächsten Folge geht's dann spannend weiter. Mal schauen, was passiert. Vielleicht geht's dann da hoch zu dem Nintendo-Fan Peach. Also bis zum nächsten Mal. Und ciao.